Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, willkommen zurück zu Grounded. Mathilde ist erstmal durch die Decke gefallen, weil sie hat sich wieder nicht auf die auf den Stein ausgelockt. Aber nun sind wir wieder da. In alter Frische. So. War noch irgendwo Rüstungskleber? Ja, hattest du, aber Stufe 2 haben wir. Okay. Stufe 1 ist aufgebraucht. Na, muss ich aber normalen Rüstungskleber machen, weil der Super-Rüstungskleber geht tatsächlich nicht. Nee, das ist richtig. Ich wollte noch ein paar Fackeln machen. Ja, finde ich gut. Dafür brauche ich trockene Grasbrocken. Brocken? Ich brauche einen Rüstungskleber. Dry also Grass. Trockene, ja, Dry Grass eben, ja. Haben wir nicht noch irgendwie hier was? Ich habe zumindest nichts gefunden. Milbenpelz, geflochtene Faser. Okay. Milbenpelz. Wo ist der Milbenpelz? Ja. Sollten wir eigentlich genug haben. Ja, dann hacke ich mal kurz. No water filtration tablets needed. Ein wenig, Ja, mach mal. Geht ja schnell, ist ja gleich hier um die Ecke. Ja. Was haben wir für heute geplant? Wir wollten hinten beim Heckenlabor. Ah, okay. Und ich gehe nochmal ein paar Sprösslinge sammeln. Genau, also für euch auch nochmal zur Erklärung. Wir wollen noch ein bisschen an unserem Deko-Scheiß arbeiten. Und dafür brauchen wir Insektenteile. Und ihr habt uns ja netterweise auch schon gesagt, dass man gerade aus den Spinneiern schöne Insektenteile rauskriegen kann, auch durchaus Marienkäferteile. Und deswegen wollten wir nochmal zum Heckenlabor gehen, beziehungsweise erstmal zur Hecke selber. Und da unten etwas erstmal einen vernünftigen Aufgang machen, dass wir da immer vernünftig hoch und runter kommen. Das ist das eine vielleicht erstmal. Diese Ameisen hier, ja. Ich dachte gerade echt, ich habe eine gerade angegriffen, aber Gott sei Dank nicht. Sind hier ja auch überall. War ich jetzt stehen geblieben? Heckenlabor und keine Ahnung, Eier und ihr habt das in den Kommentaren geschrieben und weiter habe ich nicht zugehört. Okay, ja, genau. Und da wollen wir so ein bisschen das Heckenlabor bearbeiten. Deswegen macht Mathilde jetzt gerade erstmal ein paar Fackeln. So, ich habe jetzt so wieder etwas über 30 Trockengras, das sollte ja reichen, oder? Und geflochtene Fasern. Hatte ich doch auch mal so einen Arsch voll. Ja, aber ich brauche nur mal zwei geflochtene Faser pro Fackel. Tut mir ja sehr leid, aber so ist das nun mal. Oh, scheiße. Was denn? Mein Teebeutel ist schon 3 Minuten länger drin, als er sollte. Oh, danke, dass du mich erinnerst. Und du hast das Gläschen für die Teebeutelablage dir geschnappt. Ich bräuchte die auch nochmal. Und danke, liebste Minusch, dass du mal wieder über meine Tastatur trampelst. Das hat sie bestimmt gerne gemacht. Ja.
Sie steht drauf. Ah, warte, was wollte ich? geflochtene Faser. Ach, weißt du, ganz ähnlich für geflochtene Faser. Ich gehe einfach zu uns nach oben. Da haben wir noch so viel Pflanzenfaser. Da kann ich die schnell... Ja, weil ich jemanden nebenbei immer aufgehoben habe. Ja, guter Mann, guter Mann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Stacheln in der Truhe. Ich habe dir 2 Fackeln in die Ausrüstungstruhe gepackt. Okay. Dann komme ich nochmal zurück. Du musst die auch nicht nehmen, wenn du sie nicht haben willst. Aber ich nehme eine. Ich habe ja noch eine, die bald kaputt geht. Ey, wieso liegt sie auf dem Boden? Eigentlich liegt sie irgendwie auf dem Boden und ich weiß nicht warum. Wo liegt die auf dem Boden? Habe ich schon genommen. Wo war das Heckenlabor nochmal? Ach, hier hinten irgendwo, ne? Da, wo unsere Rucksäcke sind. Warte mal, ich guck mal, ob wir Giftpfeile haben. Ich hab nur Lockpfeile. Jetzt mach ich nochmal Giftpfeile. Mach das, ich wollte sowieso nebenbei jagen. Nimm die Gasmaske mit. Oh, die habe ich nicht dabei. Hast du? Ah, nee, Stinkerpfeil war das, genau. Hast du deine Gasmaske? Ja, hier ist noch eine zweite, okay. Stinkerpfeil war das, also brauche ich den Baumwanzen-Gassack. Ich glaube, davon haben wir nur noch einen. Nein, wir haben davon 8. Okay, dann habe ich das anderes im Kopf gehabt. Ich hatte irgend so einen Teil vom Bombardierkäfer im Kopf. Stinkerpfeil. Falle ist doof. Oh. Ja, tut euch weh. Ich bekomme hier gerade gratis Ameisen. Hey, du sollst da nicht gegenhauen, Mann. Habe ich jetzt bei... Oh, ja, ja. Gut. Okay. Nochmal was Richtiges zu essen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und ich sollte nochmal meine Kantine auffüllen. Hier sind ja nur Ameisen. Überall Ameisen. Die sind echt eine Plage. Ah, danke. Ameisen haben für mich einen Rüsselkäfer kaputt gemacht. Bin ich natürlich sehr nett von denen. So, also meinetwegen können wir uns auf den Weg machen. Ja, ich bin ja schon in der Richtung. Habe ich doch gesagt, ich gehe jagen. Entschuldigung. Ich dachte mal, ich lasse dich da mal machen. Geh mal so meinen Weg. Ach, da oben waren wir ja immer noch nicht, verdammte Axt. Bei der alten Basis.
Ja, hier oben auf dieser Fruchtpackung da zum Trinken, da ist doch Science-Punkte. Ist das was Science? Ja, dann kannst du da doch eine kleine Treppe mal eben hinbauen. Ja, dann gucke ich gerade mal, wie man da so am besten hinkommt, ne? Es ist aber mehr als nur eine Treppe. Brauchst du eben zwei Treppen. Soll ich Stängel gleich mitbringen? Ja, bring mal einen Haufen Stängel mit, alles was du findest. Ja, ich stehe hier gerade an einem Löwenzahn, deswegen. Ah, praktisch, hier neben steht auch einer. Ah, da sind die Science-Punkte. Science. Genau, Science. Ah, dann nehme ich auch gleich Unkrautstängel dann nach hinten. Was denn? Ah, ich bin fast der Spinne in die Arme gelaufen. Du machst ja Sachen. Na. Ach, da geht's nicht hin, oder was? Ein bisschen weiter weg. Glaubst du nicht, dass es einfacher ist, auf der anderen Seite das Ding aufzustellen? Ja, aber ist tiefer, ne? So. Aber ist alles voll hier. Dann müssen wir erstmal was umhacken hier, ne? Ich kann da nicht. Ich komme da nicht drauf. Kann keine zweite drüber setzen. Warte mal ganz kurz. Ich lade hier mal erstmal alles kurz ab. Ja, ich hack hier mal was ab. Genau, ich hack mal mit. Ich würde auch sagen, gleich die richtig kaputt machen, die, dass hier nie wieder was wächst. Und Fasern gleich aufsammeln. So, dann testen wir es nochmal. Kriege ich nicht drauf, warum? Dann machen wir da erstmal hier Dingsbums. Machen wir am Fußboden. Geht das? Fußboden? Ah, du machst noch eine Treppe? Dann vom... Hä? Muss ich nicht verstehen. Bestimmt, weil ich den Boden gebaut ja, habe. Ja, wahrscheinlich. Ich kann nämlich auch erst tatsächlich hier weiterbauen, wenn der Boden gebaut ist. So. Nein, wir kommen. Upsala, kommen noch nicht hoch. Achso, ich hab hier ein Dings in der Hand. Hier. Immer noch nicht? Nee, noch höher. Achso, ich dachte, wär's schon am Ausrichten gewesen. Ja, ich bin oben! Super. Oh, hier ist ein Scap-Farbschema gefunden. Super, und dann musst du da hoch und dann auf den Strohhalm. Eieieiei. Ah! Ich will das auch mal gucken, wie das ausschaut da oben. Science! Science! Hätten wir echt schon die ganze Zeit mal machen können, ne? Ja. Ups. Ja, ich habe gesehen, wie es von oben aussah und wollte gleich wieder runter. Dann trinke ich nochmal einen Schluck. Ich hab was gegessen. So, wir wollten weiter. Oh! Ne? Aua. Ja, wir wollten weiter. Warte mal, hier können wir ja schon mal was mitnehmen. Und warte mal, ich will mal ganz kurz
hier geflochtene Faser machen, dann habe ich nämlich mehr Slots frei. Okay. Nimm schon mal ein paar Grasplatten mit, ne? Soll ich schon mal vorlaufen? Ja. Okay. Ich kann die auch nachlaufen. Da hast du recht. Ich bin ja auch auf dem Weg dahin. Ah, immer wenn ich denke, da ist so eine Laus, die kann ich töten, ist es eine scheiß Ameise. Oh! Samtmilbe. Och, komm her. Nimm ich doch immer gerne mit. Noch eine? Mist. Ich find, die Arschlochkäfer. Ich find's cool, dass man Speere also benutzen kann und auch werfen kann. Ja, das finde ich auch gut. In manchen Rollenspielen brauchst du extra Wurfspeere. Mhm. Da geht das nicht. Aber hier schon. Gutes Spiel. Das finde ich gut. Ich finde es auch super, dass man die Pfeile wieder einsammeln kann. Ja. Oh, weil ich jetzt hier Zeug trage, muss ich einmal um diesen Tümpel laus, 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 laus. Ah, laus, laus, laus. Hoffentlich bleibst du noch so lange heile. Ach, hier sind ja die dummen Dingsbums. Die Larven. So viele Larven. Ich habe jetzt keine Lust auf euch. Ach, hier war doch eigentlich auch so ein... Eigentlich sind wir da doch eigentlich gut hochgekommen, weil wir hier doch so einen super Geheimgang gefunden hatten. Warte, warte, warte. Ich glaube, langsam muss ich mal wieder zu dir aufschließen. Milbe jetzt nicht. Später, auf dem Rückweg. Tüte ich dich nochmal gerne. Bist du im Wasser? Außen Wasser? Ich bin draußen rumgelaufen. Ich suche hier gerade nochmal den Tunnel, der gut nach oben. Was? Die Larven sind im Wasser? Die Marienkäferlarven? Scheiße! Ich muss aus dem Wasser raus. Nicht, dass das Vieh mich sieht, da habe ich ja keine Chance im Wasser. Alter! Och, scheiße! Ich kann nicht schwimmen mit diesen scheiß Dingern. Und wieso wird denn das schon wieder dunkel? Wir sind doch gerade jetzt losgelaufen. Es war doch gerade noch 7 Uhr morgens. Nee, ist schon richtig, von der. Wir haben zu sehr getrödelt. Ich will nicht ins Wasser. Sehe ich auch nicht mal, wo die Mathilde ist. Da. Ich glaube, hier ist der. Ja, hier ist der Geheimgang. Ja, dann warte doch mal. Fliegen im Wasser? Fliegen im Wasser? Ja, das... Ich glaube, die ist über dem Wasser geflogen. Sah aber so aus, als ob es im Wasser wäre. Ach so. Ach so, da. Dann weiß ich, dann kannst du weitergehen. Wahrscheinlich sollten wir hier trotzdem noch mal woanders so Treppen hochbauen, weil wenn wir hier langlaufen müssen... um da unsere ganzen Materialien hochzutragen. Das ist auch etwas nervig. Wobei, ach nee, da ist ja ganz viel Gras. Ja? Ja. Ganz viel Gras. So, wo wollten wir eigentlich was hochbauen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, wir wollten eine Treppe hier zum Heckenlabor einfach hochbauen. Nee, wir wollten doch... Hier unten sollten noch Spinneier sein. Und ja, wir wollten irgendwo hochbauen. Hier zum Beispiel auf den Stein hier. Man könnte auch eigentlich schon so drauf springen, oder? Erstmal müssen wir Spinneier finden. Nee, erstmal müssen wir... Bevor wir hier anfangen, irgendeinen Hochstand zu bauen. Nee, schmeiß die Materialien weg. Wir kommen hier, glaube ich, gut weiter mit. Einfach mit Hüpfen. Und dann kann man von hier oben die Spinne töten. Supi. Hier, guck mal, das ist eine Arschloch-Kackspinne. Hat die auch Dings? Wie heißen sie gleich? Keine Ahnung, die nervt mich einfach. Die hat viele Augen und ich will da ins Auge schießen. Hast du Glück, dass ich gerade keine Ausdauer habe? Jetzt habe ich wieder welche.
Da hinten sehe ich schon ein Ei. Aber da war letztes Mal eine Spinne verbuggt. Mhm. Aber wir können ja erstmal hier wieder runter und meine. Alle Pfeile meine. Also letztes Mal. Hm? Ach, hier ist schon ein Jungspinner. Sogar zwei Spinneneier. Oh, Fliegenpelz. Cool. Was hast du? Gar nichts. Geizhals. Ich hänge fest. Offensichtlich. Aber das kann sein, dass hier noch irgendwo fucking Spinnen sind. Ja, hier waren noch mehrere Spinnen, die waren so am Rand. Also würde ich einfach vorschlagen, dass wir da auf den Stein weiterlaufen. Ja, andere Seite. Ui. Die Steine sind unser Freund. Ja. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie hoch diese Steine waren. Im unteren Bereich sind sie ja höher. Hätte ja sein können, dass man hier auch höher bauen muss. Ich sehe ganz weit hinten welche. Zwei Stück. Aber da ist der Stein so niedrig, da könnten sie fast mich angreifen. Das ist unschön. Den Stein mag ich nicht, bleib lieber hier. Kannst ja mal anlocken. Ich komme mit zu deinem Stein. Dann versuche ich mal von... Der ist mir auch sympathischer. So, zielen. Getroffen. Hey, komm her. Da ist ein Loch. So eine Feiglingsspinne. Da ist sie wieder da. Die ist wieder da. Die ist wieder da. Da hoch wäre cool. Ah, kommst du? Dann warte. Nicht aggro machen. Zu spät. Alter, man kann auch immer saugut hochspringen. Hier ist auch einer. Und alles feige Schweine hier. Arschloch. Was ist denn gerade? Ein Spider-Link ist einfach gestorben. Von oben sag mal Bescheid, wenn was kommt. Wieso hat sich hier meine Aufteilung geändert? Kommt nichts. Gut, weil dann gehe ich einmal unten Dinger hacken. Sonst nix? Ups. Nö. Geizhalse. Fiat Lux. Habt ihr noch was Interessantes für mich? Spider-Link hinter dir. Ja. Oh, hinter mir auch. Arschloch. Heil. Das Doofe ist, dass ich gerade hier mit meiner Axt kämpfe, weil sonst habe ich kein Licht, weil meine Keule ist eine Zweihandwaffe. Danke. Leiche musst du aufsammeln. Ja, so ewig viel Platz habe ich auch nicht mehr. Ich habe das Essen und ich will das Essen nicht wegschmeißen. Ich kann hier noch die Ameisenteile weghauen. Die brauchen wir eh nicht. Dann gucken wir erstmal hier weiter. Von den Spiderlingen kriege ich sowieso nur Dingsbums. Wie heißt es gleich? Dann nehme ich doch mit. Kann ich. Ich habe nämlich schon 10 Netz, deswegen. So. Genau, du machst mal Licht. Ah! Ich will nur sagen, die Spinnen kommen wieder. Ja. Und ich hänge in diesem verkackten Netz. Oben ist noch ein Spiderling. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Hey.
war doch da oben vorhin. Ich bin ja auch nochmal hochgesprungen. Und zwar an dieser Stelle hier. Kann er vielleicht nicht, weil er die Waffen hat? Keine Ahnung. Nee, ich komme da nicht mal hoch. Hä? Bin ich geduckt oder so? Nee, ne? Nein. Ich komme da nicht mal hoch. Nee. Ah, jetzt aber. Da sind rote Augen. Ja. Feigling. Rechts sind auch noch, ist auch noch einer wieder gekommen. Erstmal den hier. Ja, da bleibt er so schön stehen. Nächster. Sehr schön. Was ist der andere? Ach, da. Kannst du looten, dann hole ich mir jetzt die Spiderlinge. Du hast ja irgendwie Probleme mit. Ja, links sind halt jetzt noch welche. Komm ja mal mehr. Ich habe jetzt auch Probleme. Bin tot. Sind die scheiße? Warum geht das? Bin ich zu schwach? Scheiße, mein Problem ist gerade, dass ich nichts sehe. Bei den kleinen mini-roten Augen sollte man ja, kann man vielleicht sehen, ja. Aber vielleicht schlägt man nur mit halber Stärke zu, wenn man im Netz ist. Das kann es vielleicht sein. Ich habe Limits. Or, I guess I thought I did. Ist die noch da? I can't catch my breath. Ja, ich kann ja schon. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Hinter dir. One tiny feet, back in the game. Oh, egal. Jetzt haben wir wieder 27 Sekunden noch. Einer ist direkt da hinter mir, da direkt bei mir. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt meinen Bogen raushole. Jetzt ist er weg. Feigling. Someone help me! Ja. Wieder da. Selbe Ecke. Ja, jetzt sehe ich langsam was. Okay. 8 Sekunden. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Scheiß Spinnnetze. I'm back. Kacknetz. Echt, ey. So, da drin war, glaube ich, noch ein Eiersack. Don't even need to boil it. Brussels sprouts. Nee, doch nicht. Mist, jetzt habe ich hier keine Third-Person-Ansicht wieder. Wo war das H, ne? Nein, U. UH, irgendwas war's. Habe ich wieder. So. Pfeile sammeln. Habe ich hier hinten noch? Ah. Hast du Glück, du scheiß kleines Vieh. Ich krieg es nicht durch den... Der ist festgepackt. Oh, jetzt. Ja, hat mich gleich. Zack. Man hier weitergehen kann oder ob hier auch gleich wieder so ein Sperrband ist.
Wollen wir mal gucken? Ja, gucken wir mal. Also auf der Map scheint es ja so auszusehen, dass da nichts ist, ne? Aber... Hier ist eine Mauer. Ah, toll. Eine ganz hohe Mauer. Ja. Ich gehe mal links lang. Ja, ich gehe rechts lang. Vielleicht aber gibt's auch hier wieder einen Geheimgang. Ja. Ah, hier sind noch Pfeile. Hier gibt's Steine, wenn du welche brauchst. Hm. Hm. Oh, bin am Rand. Ach, jetzt habe ich nichts zum Springen mit. Ah, Kacke. Hm. Würde man hier von hier oben schön runterspringen. Wir müssen noch auf den Wasserbehälter kommen, ne? Das ist auch noch so ein Rätsel. Ja. Da könnten uns Mulder und Scully helfen. Ja, ich glaube, da kommen wir hin, wenn wir lernen, so eine Seilrutsche zu bauen. Dafür brauchen wir mehr Forschungspunkte. Das ist auch Science. Müssen wir, das ist eine Science Farm. Ja, da müssen wir uns Burgle-Aufträge holen. Ätzend. Oder wir machen es ganz brutal und bauen da eine ganz hohe Leiter hin. Das klingt nach einem Plan. Der Plan gefällt mir. Mal gucken, von wo wir das Bauprojekt starten. Oder ob wir es einfach direkt vor dem Wasserding unten starten. Wollen wir das so machen? Ja. Bauen wir die Leiter des Grauens oder die Treppe des Grauens. Eine unendliche Treppe. Weil das werden ja bestimmt 20, 30 Stück werden. Das wird noch ganze Menge werden. Wann kommt man da runter? Hast du die... Wenn man vorsichtig ist? Ja, ich bin immer vorsichtig. Vorsichtig ist mein zweiter Vorname, du. Hm. Heinrich, vorsichtig, gefährlich, riskant. Der Löwe. Okay. Weiß, dass wir im Dunkeln aber das schon mal nicht gefunden haben. Ich bin gerade direkt da. Ich sehe es irgendwie nicht, aber wenn du sagst, du bist da. Ja, hier direkt links. Ah, links. Ist so dunkel. Oh, da ist eine... Ah, nee, das ist eine Feder. Boah, das hat sich gerade so bewegt. Ich dachte, das wäre eine Stinkwanze hier. Boah, das ist echt hoch, ne? Jo. Dann fange ich mit dem Konstruieren an und du holst schon mal Material. Scheiße. Tja. Das, ja. Kann dir Federn geben. Wo ist denn hier Gras? Ja, mit diesem verkackten See ist nur Klee. Hm. Da müssen wir wirklich weit laufen. Das ist ja ganz schön nervig. Ja, ist mit Absicht so. Wir machen auch definitiv die komplizierteste Möglichkeit, um... Ja, weil wir haben... Ja, das weiß ich. Wir haben ja den Weg noch nicht gefunden, wie wir da hochkommen. Ist das meine Lampe aus? Nee. Ich war doch irgendwo eine Safttüte und da ist ganz viel Saft immer runtergepurzelt. Oh, was zum Töten. Ach
Mist, dann wird mein ganzes Essen jetzt schlecht. Kannst du glücklich sein, dass ich hier keinen Slot für dich frei habe? Da muss man hier immer am Arsch der Welt hinlaufen und dann von hier dann was holen. Hm. Hier war irgendwo eine Safttüte. Ich hätte nämlich gerne aus der Safttüte was zu trinken. Ja, an irgendeinem Baum war eine Safttüte, ja. Naja. Da ist auf jeden Fall was zu trinken. Sehr schön. Und wie viele Treppenteile konntest du das Set konstruieren? Ich habe jetzt 2,5. Mit Böden oder ohne? Mit. Ich will hier erstmal wieder den Weg runterfinden. Ach. Immer dieses Laufen, Laufen, Laufen. Habt ihr Glück, dass es noch so dunkel ist? Rüsselkäfer, du schon wieder. Lebst ja noch. Oh, immer diese scheiß Milben, ihr nervt. Ich hab jetzt keinen Bock auf euch, Milben. Ich will hier den Löwenzahn umnieten. Ah, dann wisst ihr schon, was wir in den nächsten Folgen machen. Ja. Eine Treppe in den Himmel. Ich würde auch sagen, dass wir uns da tatsächlich ein Dings hinstellen. Nochmal ein ja. Lagerfeuer. Oder was? Ich habe hier Gras. Nimm das. Nicht unterstützt. Deine Mutter muss da fertig bauen. So ein Kack. Ich glaube, wir bauen kein Lagerfeuer, wir bauen... Meinetwegen auch so ein... Dörrgestell. Ach, das braucht Bombardierkäferkacke, Mist. Mhm. Und ein Tausammler wäre vielleicht auch ganz gut. Ja, aber den müssen wir ja auch selber befüllen. Den Tausammler nicht. Da, dieses... Ach so, das meinst du. Stimmt, ein Tausammler können wir... Ja, ein Tausammler können wir hier super hinstellen. So, dann kommt hier noch ein Grill. Jetzt sind nur meine ganzen Unkrautstängel weg. Ich fand jetzt gerade den Tausammler wichtiger. I know I'm a picky eater, but still. Inventar ist voll. Kacke. Weil ich so viel fressen habe. Verdammt. Ich muss was rausschmeißen. Hier, Rüsselkäfer, tschüss. Tschüss. Hole ich mir nachher wieder. So. Ich brauch's. Also ich finde, so langsam könnte mal die Sonne aufgehen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Sonne will gar nicht mehr aufgehen. Ah, wir sind in einer ewigen Nacht gefangen. So, ein Steinchen noch. Was brauchte ich noch? Ich hab's vergessen. Dann hole ich zur Strafe. Könnte Fiber gewesen sein. Nee. Oh, was war's denn? Sprig, Piper, irgendwas. Wofür? Für den Dings? Ah, trockenes Gras brauche ich noch. 3 Stück. Stirb, komm her! Rüsselkäfer? Nein, eine Blattlaus. Ah. Ja, nicht trockenes Gras. Du suchst trockenes Gras? Nee, ist alles trockenes Gras. Warte, ich nehme mal hier meinen Ameisenschulterpanzer wieder. Ja, dann hol du schon mal trockenes Gras, dann bringe ich eine Lieferung Grashalme schon mal rüber. Sonst noch mal, wo ich, na, wegen Unkrautstängeln warte ich vielleicht noch mal, bis es heller wird. Ja, das ist... Wir können auch erstmal einen Break machen, würde ich sagen. Und dann... Ja. Geht's nächste Folge weiter mit Treppen bauen. Jo.
Also, genau. Bleibt gesund, liken und habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Ciao. Tschüss.